Ja, lieber Herr Dr. Ketkes, was hat denn die Krise für Auswirkungen gehabt für die Kosmetik- und Waschmittelbranche? Ja, ich fange mal mit einer gar nicht so offensichtlichen an, die sehr, sehr positiv eigentlich ist. Sie hat deutlich gezeigt, wie viel Vertrauen noch in die Marken gelegt wird. Sowohl im Waschputzreinigungsbereich als auch für die Kosmetik und Körperpflege zeigten sich die Bedeutung der Marken. Allerdings in unterschiedlicher Weise. Man hat viel mehr geputzt, dadurch gingen die Mengen auch nach oben. Man hat sich aber weniger das Gesicht geschminkt, weil man weniger auswärts war. Dadurch gingen die Mengen etwas nach unten. Das ist nun der krisenbedingte Unterschied. Generell zeigt es aber, ja, wie viel Gewicht noch und wie viel Vertrauen noch im Markt. Ich war da teilweise überrascht. Das ist ja positiv zu hören. Definitiv. Und was würden Sie als Konsumforscher raten der Industrie? Was sollten die Hersteller von Kosmetik- und Waschputzreinigungsmitteln jetzt tun? Ja, sie sollen das verstärken, was sie im Prinzip auch schon seit einer gewissen Zeit lang machen, neben der guten Qualität, die sie herstellen, Verantwortung mit übernehmen, sich einmischen, nicht im politischen Sinne, aber in einem sozialen Sinne, dort durchaus Verantwortung dafür übernehmen, wie wir miteinander umgehen, wie es mit Nachhaltigkeit, Klima, die klassischen Themen aussieht. Das muss nicht überspitzt sein, das muss kohärent sein, aber dort durchaus noch mal ein Gewicht drauflegen. Und ich glaube, dann koppelt sich das Vertrauen in die Produktqualität mit dem Vertrauen in, nenne es mal, soziale Qualität. Und das ist natürlich dann noch mal ein Anreiz für viele Menschen, sich die Marke positiv genauer anzuschauen. Also in Teilen neue und weitere Aufgaben für unsere Mitgliedsunternehmen. Ja, also das variiert ja auch durchaus bei Ihren Mitgliedsunternehmen. Und einige sind sehr weit, andere waren noch ein bisschen zögerlich. Sind es vielleicht nach Corona jetzt immer noch, weil immer noch so die Pandemie in ihnen steckt? Also jetzt nicht biologisch, sondern sozial in ihnen steckt. Aber da müssen Sie einfach voranschauen, weil da die Themen kommen. Gerade das Zusammenleben, nicht? Also ich hatte das bei der Präsentation gesagt, wenn man im Prinzip sich mit Maske küssen musste, dann ist da was Neues, wo man gemerkt hat, das sind wichtige Dinge, die ich nicht missen möchte und die ich wiederhaben möchte. Und sich da einmischen, das ist gerade für die Körperpflege und Kosmetik natürlich ein großes Thema. Stichwort Maske. Wir treffen uns hier unter 2G-Bedingungen, Ganz deswegen genau. können wir auch so eng Ganz genau. zusammensprechen und zusammenstehen. Abschließend würde ich Sie gerne fragen, was denken Sie denn, wie sieht die Prognose aus für 2022? Es ist immer sehr schwierig, weil im Augenblick die große Herausforderung ist, Corona-Effekte von so klassischen organischen Effekten zu trennen. Im Augenblick ist die Entwicklung in 2021 Waschputzreinigung und Kosmetik gut, aber eher haltend auf dem Niveau von 20, besser als 2019. Das ist immer die Frage, welchen Referenzpunkt man nimmt. Allerdings mit der, in Anführungsstrichen, Normalisierung des öffentlichen Lebens, der Lockdowns, werden dann auch wieder die klassischen Mechanismen stärker wachsen und es wird eher nach vorn gehen im Vergleich zu 2021. Okay, Optimismus ist immer gut. Vielen Dank für das kurze Definitiv. Gespräch und nochmal vielen Dank für die tolle Sehr Präsentation gern, heute. sehr gern. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Das tun wir. Ciao. Ciao.